Weggesuchtet. Der Serien- und Kinopodcast mit Insider Christian Aust bei Radio Hamburg. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weggesuchtet. Und die fängt heute mal ganz woanders an, und zwar im schönen Schleswig-Holstein, wo ihr uns ja hoffentlich auch hört. Und das hat einen Grund, denn ich werde gleich alleine zurückfahren in die Weggesuchtet-Lounge und Bettina bleibt hier. Ja, ich bin einerseits finde ich super, weil ich hier... Du bist eingeladen bei Freunden? Ja, ich mache hier Urlaub an der Ostsee mit Freunden und bin natürlich auch ein bisschen traurig, dass du alleine zurückfährst. Aber ach komm. Das ist Urlaub mit Freundinnen, da sind Männer nicht erlaubt. Genau, das ist nämlich der Grund. Es ist ein Frauenurlaub und die einzigen beiden Männer, die hier bleiben dürfen, auch das macht mich so ein bisschen traurig, weil ich nicht dabei sein kann, sind nämlich Bosse und Pitt, die beiden Labrador-Rüden. Ja, von Freunden. Pitt von denen ihr schon viel gehört habt, über die reden wir ja ganz oft. Ja, genau, der junge, wilde, schwarze Labrador und Pitt ist der ältere gesetzte Herr. Der Gentleman-Hund. Genau, beide ganz süß, beide ganz lieb und ja, da freue ich mich drauf. Ja, ich fahre gleich zurück in die weggesuchte Lounge natürlich, weil ich kann mir das ja gar nicht leisten. So ein Urlaub, ich muss ja euch mit den neuesten Informationen aus der Serien- und Filmwelt versorgen. Was startet diese Woche neu bei den Streamern? Wie entwickelt sich alles im Kino weiter? Das erzähle ich euch gleich. Und Bettina, aber kommende Woche bist du wieder da, ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das sind jetzt ein paar Tage Urlaub und mal, ich bin gespannt, wie das mal so ohne Serie, ohne Film ist, so ganz in der Realität, ohne sich deine eigene Reality-Soap. Genau, die mache ich hier mit Hunden und meinen Freundinnen. Vielleicht auch ganz spannend. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz zu Pitt rübergehen. Pitt. Ah, genau, Pitt, sag mal was. Pitt, sag mal, ich vermisse dich, Christian, wenn du gleich fährst. Ja, er hat einmal, ins Mikrofon geschnüffelt. Bosse, wie sieht's bei dir aus? Ja, du willst Ball spielen, ich weiß. Das macht Bettina dann gleich mit dir. Ja, Pitt schnüffelt nur einmal ins Mikrofon, weiß gar nicht, was das soll. Ja, aber der Blick hat das ganz genau das gesagt. Er guckt schon ganz traurig, finde ich, die ganze Zeit, weil irgendwie, ich glaube, er merkt es, dass ich gleich losfahren muss. Hunde haben ja ganz viele Emotionen und die spüren bestimmt das, oder er spürt, dass du so ein bisschen traurig bist, dass du jetzt fährst. Und ich bin kommende Woche auf jeden Fall wieder dabei. Hab viel Spaß. Ich nicht, dass du hier bleibst, ne? Ich versprich nicht irgendwas, was du am Ende nicht halten kannst. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich ja auch noch. Ich hol dich Sonntag hier ab. Ja, vielleicht habe ich mir bis dahin Ideen zu einer Hundepension gemacht. An der Ostsee wäre doch auch ein Plan. Okay. Und darüber gibt es dann eine Reality-Soap. Dann machen wir einen neuen Podcast. Bis gleich. Wir hören uns gleich wieder in Hamburg. Und ich bin wieder zurück in der weggesuchteten Lounge in Hamburg. Ich bin natürlich gefahren mit dem Auto, aber mit diesem Soundeffekt, mit diesem wunderbaren, ich kann es mir nicht verkneifen, ihn zu benutzen. Hört es sich so an, als ob ich wie von Geisterhand Zeit reisen kann, ja? Wie in Serien oder wie im Kino. Die weggesuchtete Lounge fühlt sich heute sehr leer an, ohne Bettina, aber wir schaffen das, ja? Also ich habe ja auch euch, ich weiß ja, dass ihr mir zuhört, das gibt mir natürlich auch Kraft in dieser schwierigen Zeit. Wir haben vergangene Woche ausführlich gesprochen über die beiden großen Netflix-Starts, Dark, das große Serienfinale und natürlich European Song Contest, The Story of Fire Saga. Jetzt wollen wir mal gucken, wo die gelandet sind in den Netflix-Streaming-Charts, die sie ja neuerdings immer herausgeben, jede Woche. Und Dark ist in Deutschland tatsächlich nur auf der 3 gelandet. Hätte ich gedacht, das wird die neue Nummer 1. Nummer 1 ist Dark bisher in Brasilien, also Netflix, Brasilien, Mexiko und in Indien direkt auf die 1 durchgestreamt. Und der European Song Contest mit Will Ferrell hat es nur auf die 10 geschafft. Hätte ich auch gedacht, dass der höher einsteigt. Ihr werdet euch erinnern, es gab mal eine Zeit vor Corona und da war dieser Podcast Weggesuchtet ja ein Serien- und Kinopodcast. Kino kommt hier schon seit längerem nicht mehr so richtig vor, also jedenfalls nicht mit Neustarts, weil die großen Kinoketten ja immer noch geschlossen sind. Und wir berichten aber regelmäßig darüber, was wird aus dem Kino, weil wir wollen ja auch wieder ins Kino gehen, unbedingt. Und es war ja jetzt so, der letzte Stand der Dinge war, dass die Kinos, also die großen Kinobetreiber, also Cinemax, Cineplex, Astor Film Lounges und so weiter, mit einem Start Anfang Juli geliebäugelt hatten. Und wenn ihr auf den Kalender guckt, dann seht ihr, es ist jetzt Anfang Juli. Das Ganze basierte aber auf der Voraussetzung, dass auch wieder große Blockbuster starten, also von den Verleihern bei Disney und so weiter. Und die Filme, auf die alle gesetzt hatten, waren Tenet, der neue Christopher Nolan-Film, und natürlich Mulan aus dem Hause Disney. Und die sind jetzt wieder verschoben worden. Und zwar in den August, Mulan auf den 20. August und Tenet auf den 12. August.
Was bedeutet das jetzt für die Kinoöffnung? Wie geht es da weiter? Und es gibt keinen, der das so gut weiß wie unser Hamburger Kinomogul, nenne ich ihn ja immer. Ich weiß gar nicht, ich wollte ihn eigentlich mal fragen, ob er das gut findet oder nicht. Aber ich sag mal Kinomogul, er hat erst das Cinemax miterfunden unter anderem und macht jetzt in ganz Deutschland die Astor Film Lounges, Hans-Joachim Flebbe. Und den rufe ich doch jetzt einfach mal an. Flebbe. Guten Tag, Herr Flebbe, hier ist Christian Aust. Hallo. Hallo. Tag. Schön, dass das wieder so kurzfristig geklappt Jawohl. Hat. Herr Aust, ganz kurz, ich muss noch einen Schreiben kurz auf ablegen, Augenblick. Ja, alles klar. So, geh mal in mein Zimmer. Alles klar. Ja, gut. Wir haben ein aktuelles, ganz anderes Problem wieder. Wir alle Kinobetreiber haben gehofft auf eine Wiedereröffnung jetzt im Juli, ja, also unter der Voraussetzung, dass wir ja wieder Blockbuster haben wie Tenet, Christopher Nolan und eben Mulan zum Beispiel, die jetzt wieder verschoben worden sind. Plötzlich sind Sie darüber informiert worden und wie gehen Sie damit um? Also wir sind natürlich auch extrem enttäuscht darüber, dass jetzt die möglichen Blockbuster auch wieder verschoben worden sind. Verstehen das aber, also ich jedenfalls verstehe es, weil es gibt zwei Gründe für die Filmverleiher, so zu verfahren. Der erste ist international. Solange also in Amerika eben auch die Corona-Pandemie weiter nicht eingedämmt wird, machen eben auch in verschiedenen Staaten drüben die Kinos nicht auf, sodass also die Chance, den Film landesweit zu zeigen, in Amerika im Augenblick nicht gegeben ist. Zweitens, der zweitwichtigste Markt ist China. Da wissen sie wohl auch nicht ganz genau, ob sie da überall schon auf ein risikofreudiges Publikum stoßen, was wieder ins Kino geht. Und natürlich Europa als dritter Markt ist eben auch noch sehr unterschiedlich. Es gibt wie in Deutschland eben auch so einige Kinoeröffnungen, aber eben auch nicht bundesweit. Vor allen Dingen sind die Besucherzahlen, die wir im Augenblick im Kino haben, so desaströs, dass sich also auch der Verleih in Deutschland sicherlich nicht gegen Amerika durchgesetzt hat und hat gesagt, wir müssen hier spielen, die Leute warten auf den Film, weil nachher die Ergebnisse wirklich so ernüchternd sein werden, dass es sich für den Verleih überhaupt nicht lohnt, jetzt schon im Mitte Juli zu starten. Wie gehen Sie jetzt damit um? Also wie geht es weiter bei Ihnen zum Beispiel? Ja, für uns ist es natürlich so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Also solange keine Filme da sind, lohnt es sich nicht, die Kinos aufzumachen. Mhm. Und solange die Kinos nicht aufmachen, werden die Verleiher ihre attraktiven Filme nicht starten. Es ist, ich kämpfe im Augenblick wirklich mit Vehemenz darum, dass wir endlich auch eine vernünftige Abstandsregelung im Kinosaal erreichen. Es ist völlig absurd, dass wir nach wie vor mit 1,50 Meter Abstand im Kinosaal arbeiten müssen. Das heißt nämlich, dass ungefähr 5 Quadratmeter für einen Besucher vorgehalten werden müssen. Und es ist völlig idiotisch, sowas im Kino zu fordern, wenn im Restaurant, was ich gut finde, übrigens will ich überhaupt nicht, dass die Restaurants beschnitten werden oder im öffentlichen Nahverkehr oder wo immer ich hingehe, man versucht sich an die 1,50 zu halten, aber wenn man sitzt im Restaurant, macht man die Maske logischerweise ab, dann isst man redet direkt mit seinem Gegenüber, der Nebentisch ist vielleicht 50 Zentimeter, einen Meter entfernt und im Kino, wo man wirklich starr nach vorne guckt, idealerweise auch nicht redet, müssen wir 1,50 Meter einhalten, dazu kommt, dass alle Kinos, die modernen Kinos jedenfalls klimatisiert sind, die haben eine vernünftige Lüftungsanlage, sodass das Virus da im Kino gar nicht überspringen kann. Mhm. Problem ist, dass die Kinobranche hat keine Lobby, die das mal vernünftig den Politikern erklärt. Diese 1-Meter-Regel würde bedeuten, dass wir statt, jetzt im Augenblick könnten wir nur 25% des Saales verkaufen, die 1-Meter-Regel hieße, dass man 50% verkaufen kann, ja, dass jeder zweite Sitz frei bleiben muss. Das wäre schon was ganz anderes. Ne? Also, ja, klar. Also da hätte man ja schon mal 100% mehr Einnahmen auf jeden Fall, also nach derzeitigem Stand. Ne? Ja, und nicht nur Einnahmen, man braucht die auch, damit man auch den Service bieten kann. Das Personal müssen wir ja hochfahren, aus der Kurzarbeit wieder rausholen. Und das Irre ist eben, dass diese 1-Meter-Regel in Österreich, in der Schweiz, die auch sehr, sehr streng waren, in Frankreich und in Deutschland, glücklicherweise in Nordrhein-Westfalen, schon gilt. Und es ist nirgendwo ein Fall aufgetreten, dass das irgendwo der Ursprung oder eine Infektionskette da entstanden ist. Also es ist für ein völlig willkürliches Maß, was da gewählt wurde, vor allen Dingen von den Hardlinern hier im Norden, also Tschentscher und auch Herr Weil aus Niedersachsen, bestehen da drauf, obwohl wahrscheinlich
wahrscheinlich wissen sie es nicht anders, weil wir eben leider keine Lobby haben, die erklärt, dass, wie man sich im Kino verhält, dass es also weniger Gefahr ist als in jedem Restaurant und dann in jeder U-Bahn und in jedem Bahnhof, in dem man hautnah an Leuten vorbeiläuft. Mhm. Deswegen, da bin ich massiv sauer und ich kann es eben wirklich auch nicht verstehen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Es gab japanische Forscher haben mal untersucht, wo eigentlich so Infektionsketten entstanden sind. Da haben sie 60 Cluster ausgemacht. Das sind Krankenhäuser, Pflegeheime, private Zusammenkünfte, Barbesuche. Aber nicht einer von denen war im Theater, Kino oder im Opernhaus. Hm. Ganz konkret jetzt, wie schätzen Sie das ein? Also wir werden vor Ende August nicht wieder ins Kino gehen können. Also jetzt, ich meine, klar, wir können natürlich in ein kleines Kino gehen, einen alten Film sehen, wir können uns die Känguru-Chronik nochmal angucken, aber jetzt mal ganz realistisch gesehen, bevor Tenet nicht startet oder Mulan, werden wir auch nicht wieder ins Kino gehen, so wie wir es kennen. Also das vermute ich auch. Natürlich kann man jetzt in Programmkinos Repertoirefilme sehen und so, aber ich habe auch ein Repertoire-Kino in Hannover, das Kino am Raschplatz, da sind die einstellige Besucherzahlen, selbst bei Känguru-Chroniken, dann gibt es, die Autokinos machen mittlerweile auch alle wieder dicht, weil sie eben bis auf die Konzerte überhaupt keine Besucher mehr haben. Ich habe selber ein Open-Air-Kino in Braunschweig und Hannover, das ist zum Ende des Monats dicht gemacht wird, das ist also auch keine Erlösung, weil solange keine neuen Filme da sind, geht man nicht ins Kino und ich befürchte, zwar, das Tenet ist zwar jetzt angekündigt für den 15.8., aber das haben die schon zweimal verlegt. Das heißt also, da sind wir einfach in der Hand der Verleiher. Wenn in Amerika und China nicht flächendeckend aufgemacht wird, dann wird es auch zu einer weiteren Verschiebung kommen, was dann am Ende des Jahres wahrscheinlich zu einer Häufung von Titeln kommt, wo man die Firmen reinnimmt und sofort wieder rausschmeißt, wenn sie nicht einigermaßen Besucherzahlen haben. Und das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand, weil wir spielen so viele Filme, die sich erst rumsprechen müssen. Und dann ist es, wenn man einen Film rein und raus eine Woche spielt und dann nächste Woche schon wieder einen neuen Blockbuster hat, dann ist das für das Publikum auch überhaupt keinen Spaß. Nee, das ist für die Auswertung auch kontraproduktiv. Also die ist es ja sowieso schon schlimm genug, der Filmstau, also unter normalen Umständen. Also ja. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen und uns allen, weil wir wollen ja unbedingt wieder ins Kino gehen, dass dieser Zustand irgendwann wieder ein Ende hat. Ne? Ich versuche also mal die anderen Leute zu überzeugen, dass sie keine Angst haben müssen im Kino. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Flebbe. Das wäre wirklich gut, weil die irrationale Angst ist, aber na, guck mal, das ist ja verständlich. Wenn die Theater jetzt keine Sommerpause hätten, dann hätten, oder die Opernhäuser, dann hätten die schon eine Lobby gehabt und hätten daran gearbeitet, dass man im Theater dann auch wenigstens wieder spielen kann. Ja. Da die aber in der Sommerpause sind und die meisten Angestellte sind oder so, da ist jetzt kein Feuer. Wir werden völlig vergessen bei den Lockerungsgeschichten, die hier jetzt mittlerweile gelten. Nee, das stimmt. Und wenn keiner was sagt, dann machen die auch nichts. Ja. Wir starten zusammen eine Initiative auf jeden Fall. Gut. Sehr gut aus. Ja? Gut, vielen Dank. Einen schönen Tag noch, ja? Danke. Noch. Und bis bald. Tschüss. Ja, Hans-Joachim Flebbe. Und es ist ganz lustig, es ist ja wirklich so, ab so einer gewissen Größenordnung, also wenn jemand so einen Konzern leitet, dann treten so bestimmte Mechanismen ein. Man macht einen Termin bei der Sekretärin oder bei der Verwaltung und dann irgendwann, drei Tage später, kann man den dann vielleicht auch mal realisieren. Aber Hans-Joachim Flebbe, mit dem geht sowas immer spontan. Also ich habe ihm in diesem Fall auch einfach eine WhatsApp geschrieben und wenig später haben wir dann tatsächlich telefoniert. Hans-Joachim Flebbe, ein Mann, der das Kino liebt und deswegen auch immer spontan bereit ist, darüber zu sprechen. Was passiert diese Woche bei den Streamern? Also wir müssen uns ja wieder auf die Streamer konzentrieren. Es ist eine Woche der starken Frauen, also Serien mit starken Frauenfiguren, mit Frauen in den Hauptrollen und ausgerechnet diese Woche, wenn ich sie am dringendsten brauche bei den Frauenthemen, ist Bettina nicht hier. Aber was soll's, es ist ja nun mal so, starkes Frauenthema Nummer 1 startet diese Woche bei Amazon Prime. Und zwar die zweite Staffel von Hannah oder Hannah, wie die Serie auf Deutsch heißt. Hannah ist eine US-amerikanische Action-Fernsehserie.
Showrunner ist David Fan und das Ganze basiert auf einem Film, ihr werdet euch erinnern, der hieß international auch Hannah. In Deutschland hieß er Wo ist Hannah? Aus dem Jahre 2011. Und in Staffel 1 ging es eigentlich um die Handlung aus diesem Film, eben auf Serienlänge gestreckt. Es geht um ein junges Mädchen, also eine 15-jährige Hannah, die mit ihrem Vater, man weiß am Anfang gar nicht genau warum, isoliert in einem Wald lebt und er trainiert sie. Also er macht mit ihr so ein Survival-Training. Training ist auch gut. Er macht mit ihr so ein Survival-Training. Und auch das weiß man nicht genau, warum sie so hart trainiert. Also sie muss alles lernen, also von Tiere erlegen bis sich verstecken. Also kurz so ein richtiges Combat-Training. Und eines Tages müssen sie dann, werden sie im Wald aufgespürt vom CIA und müssen flüchten. Und in der Folge geht es dann darum, die Geschichte aufzulösen. Ja, also was steckt dahinter? Es geht um genetisch manipulierte Kinder. Es geht um ein Geheimprojekt der CIA. Und das Ganze gab es dann jetzt eben auch als Serie. Das Tolle an dem Film damals war, bevor ich das erzähle, was das Tolle am Film war, gucken wir doch mal in den Trailer zur Fernsehserie rein. Du trainierst mich wie eine Maschine. Wieso? Wir müssen sie finden, bevor sie uns findet. Töten Sie ihn. Und falls jemand nachfragt, die Kleine existiert nicht. Mein Vater versucht, mich vor Leuten zu beschützen, die mir was tun wollen. Ich will nur, dass du mir vertraust. Ich vertraue niemandem. So, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Was war das Tolle am Film? Das Tolle am Film war, dass die Hauptrolle, also die Hannah damals, die sensationell gute Saoirse Ronan im Alter von gerade einmal 16 Jahren spielte, beziehungsweise 15 war sie, glaube ich, bei den Dreharbeiten. Inzwischen, da war sie schon einmal für den Oscar nominiert, unglaublich. Und inzwischen hat sie 4 Oscar-Nominierungen und 4 Golden Globes und sie machte eigentlich diesen Film aus. Also sie trug diesen Film auf ihren Schultern. Sie war schon damals charismatisch und ich habe damals, ich erinnere mich noch sehr gut, ein Interview in London mit ihr gemacht. Und das Lustige war daran, dass ihre Eltern, also da saß so ein Ehepaar und ich wusste gar nicht, wer das war und wie sich dann herausstellte, waren das ihre Eltern, die als Aufpasser mit dabei saßen, aber total dezent, also die haben auch nicht eingegriffen, irgendwann hat sie mal was gefragt, da fiel ihr Name nicht ein und dann sagte sie, ja, Daddy, und dann wusste ich, aha, das sind die Eltern und der Vater kam dann später noch mir im Hotelflur, also hinterher, um zu sagen, ja, das war ein schönes Interview, also total sympathisch. Und ich habe damals schon gemerkt, Saoirse Ronan was ganz Besonderes. Also sie war unglaublich neugierig und lebendig und ein bisschen verrückt im positiven Sinne. Also das erinnere ich noch sehr gut. Wer ist Hannah? Ein Film, der übrigens auch in Deutschland zum Teil gedreht wurde und auch in Hamburg. Und das passierte unter anderem auch deswegen, weil es deutsche Filmförderung und auch aus Hamburg eben Filmförderung für diesen Film gab. Da müssen ja Szenen entweder im Land gedreht werden, aus dem das Geld kommt, oder der Film muss danach bearbeitet werden. Und in diesem Fall ist da auch Hamburg zu sehen. Im Original spielte Eric Banner den Vater, großartig auch, also toll besetzt, Eric Banner. In der ersten Staffel hat Joel Kinnaman diese Rolle übernommen und damals im Film Cate Blanchett als Schurkin auch sehr gut. Und ich habe mich in diesem Zusammenhang nochmal gefragt, was ist eigentlich aus Eric Banner geworden? Der ist irgendwie völlig von der Bildfläche verschwunden, hat jetzt 2017, habe ich nochmal geguckt, seinen letzten Film gemacht fürs Kino. War jetzt vor allen Dingen in der Serie Dirty John zu sehen, aber ich meine, der Mann war immerhin mal Hulk, ja, also irgendwie, irgendwas ist da schiefgelaufen und ich weiß gar nicht so genau was. In der Serie spielt, ich habe mich jetzt sehr weit von der Serie entfernt, in der Serie spielt die Hauptrolle jetzt Esme Creed Miles, 20 Jahre alt und damit eigentlich schon so ein bisschen zu alt für die Rolle. Und Staffel 2 hat jetzt gar nichts mehr mit der ersten Staffel zu tun, also beziehungsweise mit dem Film, hat natürlich was mit der ersten Staffel zu tun, weil es gewissermaßen eine Fortsetzung ist. Hannah ist jetzt auf einer Elite-Akademie für genmanipulierte Kinder. Die Geschichte ist für mich etwas an den Haaren herbeigezogen, an Hannahs Haaren tatsächlich. Und ich finde, es ging mir schon wie mit der ersten Staffel als Film funktionierte das für mich sehr gut. Eben auch wegen der tollen Besetzung und als Serie fand ich es dann doch so ein bisschen ausgewalzt. Also das gab es eigentlich nicht hier. Ich empfehle euch, guckt euch den Film nochmal an. Und wenn ihr die Serie, also die zweite Staffel sehen wollt, der Serie, sie startet ab 3. Juli bei Amazon Prime.
Wir bewegen uns Richtung Netflix. Was passiert da diese Woche? Für alle, die den Film immer noch nicht gesehen haben oder die nochmal sehen wollen, Wolf of Wall Street ab 1. Juli zu sehen als Spielfilm. Der interessante Film, sage ich jetzt mal, also großartig fand ich ihn nicht. Martin Scorsese und Leo DiCaprio. Ich fand den Film gar nicht so gut, wie viele sagen, aber er hat irgendwie so einen Unterhaltungswert, weil er so over the top ist und weil er so schräg ist an bestimmten Stellen, dass man ihn sich dann doch auf jeden Fall angucken kann. Und auch bei Netflix, ich habe euch starke Frauen versprochen, die Serie, die zweite Serie mit einer starken Frauenfigur, und zwar iZombie Staffel 5 auch ab 1. Juli bei Netflix. Und iZombie, das ist ja die Serie, die auf einer sehr kuriosen Idee basiert, und zwar eine Gerichtsmedizinerin mit dem Namen Liv Moore heißt sie, wird gespielt von Rose McIver, die Zombie ist, also eine Zombie-Gerichtsmedizinerin, und immer, wenn sie Gehirne isst, die sie auch immer sehr lustig zubereitet, also so richtig mit so einem Schuss Wein, und also sie kocht da so richtig, dann kann sie, wenn sie dieses Gehirn gegessen hat, die Persönlichkeitseigenschaften und der Verstorbenen annehmen, kann aber auch ihre Erinnerungen sehen oder lesen und nutzt dieses Phänomen dann eben dazu, bei der Aufklärung von Mordfällen zu nutzen. Ich finde die Idee lustig. Die Serie hat gute Episoden und schwächere Episoden, aber ich sehe auf jeden Fall immer gerne die Hauptdarstellerin. Rose McIver mag ich sehr gerne. Also sie hat es noch nicht ganz in meine Rubrik weggeschmachtet geschafft. Also so weit geht es noch nicht, aber sie ist auf jeden Fall eine tolle Hauptdarstellerin, und ich finde auch Staffel 5, also ist ja die finale Staffel, es ist jetzt auch so ein bisschen auserzählt, die Geschichte, aber ich werde auf jeden Fall Rose McIver vermissen. Das Ganze ist übrigens eine Comic-Verfilmung, also es ist ein Comic, worauf das basiert, die ganze Geschichte, aus dem Hause DC, ein DC-Comic, und mit Staffel 5 geht iZombie jetzt leider zu Ende, auch zu sehen auf Netflix. Eine ganz interessante und lustige Figur. Aber da wir gerade bei interessanten und lustigen Figuren sind, es gibt einen Ersatz, auch bei Netflix ab 2. Juli, da startet eine neue Serie, die originellerweise auch eine Comicverfilmung ist, und sie heißt Warrior Nun, also Kriegernonne eigentlich, und da ist es auch so eine Mischung aus Fantasy und Action, aber eben auch eine ganz selbstbewusste junge Frau, die hier im Mittelpunkt der Geschichte steht, eine 19-Jährige, die in einem Leichenschauhaus aufwacht und dann irgendwie plötzlich übernatürlich, ich will gar nicht zu viel verraten, also am besten man startet ohne Vorwissen, sie hat plötzlich übernatürliche Kräfte und ist auf jeden Fall rekrutiert worden, um eine Geschichte aus dem Leben gegriffen, wieder mal um Dämonen zu bekämpfen. Und das hört sich jetzt irgendwie alles so ein bisschen nach so einer blöden Teenie-Serie an mit Dämonen, und ist es aber gar nicht. Also gebt ihr eine Chance. Ich habe gedacht, so, das ist überhaupt nicht mein Genre, muss ich mir das angucken, aber ich fand es dann wirklich sehr unterhaltsam. Und das liegt auch an der Hauptdarstellerin Alba Baptista, die eine portugiesische Schauspielerin ist und hier die Hauptrolle spielt und die mit dieser Serie, also in Portugal ist sie schon ein großer Star, bestimmt auch international ein Star wird. Sehr aufwendig gemacht und wie gesagt, nicht mein Genre, aber mir hat es Spaß gemacht. Starke Frauen Nummer 4, das sind auch bei Netflix, da startet diese Woche wieder so viel, es ist unglaublich. Die Telefonistin, Staffel 5, Teil 2, startet am 3. Juli. Im Original heißt die Serie Cable Girls, also im englischen Original, aber den schönsten Titel hat diese Serie auf Spanisch. Da heißt sie Las Chicas del Cable. Also ich weiß nicht, ich begebe mich jetzt auf sehr dünnes Eis, weil ich kein Spanisch spreche, aber ich vermute mal, es heißt Las Chicas del Cable, also die Telefonistin. Und da geht es ja seit Staffel 1, wie ihr wisst, wenn ihr die Serie gesehen habt, um vier Telefonistinnen in den 20er Jahren, die in Machenschaften verstrickt werden. Es gibt dann auch noch Bürgerkrieg, Spanischen, und es ist alles sehr dramatisch und alles wahnsinnig toll ausgestattet. Es gibt tolle Kostüme, es gibt tolle Farben, es ist irgendwie alles so Sepia-Farben, also es macht schon Spaß, allein schon rein optisch. Ne? Und es ist aber auch so ein bisschen so edel Telenovela, edel Soap Opera. Und auch hier schauen wir mal in den Trailer rein. Es ist mir egal, wenn du gefeuert wirst, aber ich bin zurück, um zu holen, was meiner Familie gehört. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dir helfe und dich unterstütze. Carlotta, ich will doch nur wissen, was mit mir los ist. Jetzt hör mir zu. Pablo gehört mir. Ich werde ihn zu... Lass meinen Freund in Ruhe! Lydia, endlich bin ich frei. Alles Vidal?
Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Auch diese Serie geht jetzt mit dem zweiten Teil der fünften Staffel zu Ende. Und die Telefonistin, und ihr werdet euch wundern, wir sind ja hier bei Netflix. Und ich habe eben gesagt, der zweite Teil der fünften Staffel. Das Schöne bei Netflix ist ja, dass sie die Serie immer gleich komplett reinstellen. Also man kann immer gleich alles auf einmal wegsuchten, finde ich großartig, und genauso soll es ja auch sein. Nicht so wie bei anderen Streamern, wo man sich früher wie beim linearen TV immer eine Woche gedulden muss, bis die neue Folge kommt. Da kann ich ja gleich lineares TV gucken, beziehungsweise kann ich natürlich nicht, weil auch diese eine Folge kann ich ja streamen, wann ich will. Aber Netflix fängt jetzt auch an, plötzlich Serien, also jetzt nicht episodenweise, aber aufzuteilen. Und bei den Telefonistinnen war es genauso. Da war dann plötzlich nach 5 Episoden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war da Schluss. Und dann musste man jetzt eben warten, bis der zweite Teil der 5. Staffel kam. Das fanden viele Fans unmöglich und völlig nervig und sagten, warum machen die denn das jetzt plötzlich? Das ist doch gar nicht mehr Netflix. Es steckt natürlich eine Taktik dahinter, das ist ja ganz klar. Denn wenn man mit seiner Lieblingsserie gerade nicht weiter gucken kann, sucht man sich natürlich einen Ersatz und guckt dann irgendwie auch andere Serien da, die einem empfohlen werden als Tipp. Und deswegen fängt Netflix jetzt an, auch Staffeln zu unterteilen. Es gab so eine ähnliche Geschichte auch bei der neuen, sehr erfolgreichen Show Liebe macht blind. Das wurde auch immer mehrere Wochen gestreckt. Und ja, ich weiß nicht, Netflix, nicht so weitermachen, das mögen wir nicht. Wir gucken, also wir haben euch auch deswegen so gerne, weil ihr eben die Serien immer komplett reinstellt. Die Telefonistin, letzte Staffel jetzt, also beziehungsweise der zweite Teil der 5. Staffel, das große Staffelfinale ab 3. Juli auch bei Netflix, falls ihr es schon wieder vergessen haben solltet. Und ist bei Sky diese Woche unbedingt zu empfehlen und nicht zu vergessen, weil viele haben den Film ja vielleicht immer noch nicht gesehen oder viele wollen ihn auch nochmal sehen. Bei Sky Ticket gibt es ab 3. Juli den Joker. Die großartige Leistung von Joaquin Phoenix, die immerhin einen Oscar für ihn wert war. Arthur, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Ah! Das heute ist unsere letzte Sitzung. Sie hören nie zu, oder? Sie stellen mir jede Woche dieselben Fragen. Wie läuft's im Job? Haben Sie irgendwelche negativen Gedanken? Ich habe ausschließlich negative Gedanken. Der Joker ab 3. Juli bei Sky. Und ich habe gedacht, diese Woche führen wir mal wieder eine neue Rubrik ein. Ich führe ja gerne neue Rubriken ein, ja. Und wir pflegen die dann auch nicht so regelmäßig. Ich meine, ich will es auch nicht erzwingen. Also ich finde, wir machen es immer nur dann, wenn es sich irgendwie anbietet, auch wenn so eine Woche ist, in der man sagt, ja, ich weiß nicht, die starken Frauen, ich drücke ihnen die Daumen, ich bin auch für die starken Frauen, aber vielleicht ist da diese Woche vielleicht nichts dabei für mich, vielleicht brauche ich auch noch einen anderen Tipp, und deswegen gibt es jetzt die Rubrik Serien, die zu Unrecht vergessen sind. Und Serien, die völlig zu Recht vergessen sind. Also das passt ja irgendwie zusammen. Und eine Serie, die völlig zu Unrecht vergessen ist, ist die nach wie vor, ich glaube, ich habe sie vor vielen, vielen Episoden weggesuchtet, schon einmal erwähnt, die Serie Quarry. Schreibt sich Q-U-A-R-R-Y. Und das ist eine Serie, die Anfang der 70er Jahre spielt und die so 70er Jahre ist. Also es ist ja eine Zeit, die ich wahnsinnig interessant finde, auch musikalisch, dass man in dieser Serie auch leben möchte. Es ist wirklich gut gemacht und es geht um einen Vietnam-Veteran, der 1972 zurückkommt in seine Heimatstadt und wie viele Veteranen völlig alleingelassen ist, unter einem posttraumatischen Syndrom leidet und dann den einzigen Job, den er findet, ist der eines Auftragskillers, der dann als Auftragskiller arbeitet. Das Ganze ist toll gemacht, toll ausgestattet, auch ein toller Hauptdarsteller, Logan Marshall Green. Als ich das gesehen hatte, die Serie, dachte ich, der kommt ganz groß raus. Aber auch er irgendwie versandet, vergessen so ein bisschen. Dann seine Frau Judy Balfour spielt sie, Joni Conway, auch fantastisch besetzt. Und das Ganze macht vor allen Dingen auch deswegen so viel Spaß, weil die Musik der 70er Jahre und auch der späten 60er Jahre in der Serie eine große Rolle spielt. Quarry, also so ist es der Spitzname des Hauptdarstellers, ist nämlich ein großer Musikfan, hat eine Plattensammlung, die er sehr eifersüchtig pflegt und auch nicht mag, wenn andere Leute die anfassen.
Und darunter sind die Platten von Otis Redding zum Beispiel, aber auch von Van Morrison, Bobby Gentry. Diese Art von Musik spielt in der Serie eine große Rolle. Und wenn ihr wisst, wenn ihr öfter Weggesuchtet hört, dann wisst ihr, ich muss hier ab und an auch mal Musik spielen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden für einen Song von Otis Redding, den ich jetzt hier mal kurz anspiele, zu Ehren der Serie Quarry. I've been loving you too long to stop now. Otis Redding immer wieder zu hören in Quarry, und unerklärlicherweise wurde diese Serie eben nach einer Staffel abgesetzt. Ich verstehe es nicht, aber sowas passiert ja immer wieder. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass es irgendwie weitergeht mit diesem seltsamen Auftragskiller Quarry, und ich hätte es so gerne weitergesehen, aber es gibt eben nur diese eine Staffel und die ist zu streamen auf verschiedenen Streaming-Channels, aber die Prominenten sind auf jeden Fall Sky Ticket, da könnt ihr es sehen, oder auch bei Amazon Prime. So, und jetzt kommen wir im Gegenzug, die zwei Seiten der Medaille, zu der Serie, die völlig zu Recht vergessen ist. Und das ist eine Serie, also ich hatte da einen Kollegen, ich habe auch mal vor sehr langer Zeit bei Klassikradio gearbeitet, und der hat mir immer davon vorgeschwärmt. Er hat gesagt, das musst du sehen, das ist so toll, das ist großartig. Wenn du dich für historische Serien interessierst, musst du dir unbedingt Rome angucken. Und dann hat er mir auch noch so eine Geschichte dazu erzählt, also diese Backstory, ja, Rome gibt es auch nur, also es geht natürlich ums alte Rom und die Cäsaren und den Bürgerkrieg und Cäsar und so weiter. Und dann hat er mir noch diese Geschichte im Hintergrund dazu erzählt, dass auch diese Serie wurde nach zwei Staffeln eingestellt, aber nicht, weil sie so schlecht war, also offiziell, sondern weil die wahnsinnig aufwendig gemachten, aufgebauten Kulissen abgebrannt waren und es war einfach viel zu teuer, die nochmal wieder aufzubauen. Und deswegen wurde diese Serie dann eingestellt. Und damals wurde die Serie nirgendwo gestreamt und ich hatte dann einen Interviewtermin in London und habe mir dann extra in meinem Lieblings-DVD-Musikladen habe ich mir dann die ersten beiden Staffeln auf DVD gekauft und voller Erwartung habe ich dann die erste DVD eingelegt und ich habe das dann zusammen mit Bettina geguckt und ich fand das so langweilig. Ich fand das so, ich weiß es nicht, ich hatte allerdings auch vorher angefangen Vikings zu gucken und ich dachte, ich sehe da auch Schlachten, die Römer. Aber es war alles so, es war so ein Kammerspiel und es sah alles so verkleidet aus und die Kulissen sahen auch nicht gut aus und ich hatte immer, die Sandalen sahen aus, als ob man gerade als ob man den Darstellern vorher noch gesagt hat, so Leute, ihr müsst jetzt alle eure Sandalen anziehen. Also kurz, ich war in dieser ganzen Fiktion, in dieser ganzen Geschichte nie drin und es hat mich dann einfach gelangweilt und deswegen habe ich es dann auch nie zu Ende gesehen. Ich weiß wiederum, dass es Leute gibt, die auf Rom schwören. Also wie gesagt, wie dieser Kollege damals bei Klassikradio. Und das zeigt mir dann immer wieder, dass Serien und Filme doch eine völlig subjektive Sache sind. Und deswegen behaupte ich auch nie, dass ich hier irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und weiß, was eine gute und was eine schlechte Serie ist. Ich kann euch ja nur Tipps geben. Und manchmal ist es ja auch vielleicht so, dass ihr sagt, ja Mensch, wenn Aus das nicht gut findet, dann finde ich das vielleicht gerade gut, weil wir haben da, in der Richtung geht unser Geschmack völlig auseinander. Naja, für mich ist es auf jeden Fall Rome, eine Serie, die völlig zu Recht vergessen ist. So, und jetzt, normalerweise habe ich Bettina immer hier, die mich daran erinnert, dass ich ja was verschenke, auch diese Woche. Und jetzt habe ich mich aber selber daran erinnert, worauf ich sehr stolz bin. In dieser Woche verschenke ich wieder ein Paket, das ich für euch gepackt habe, mit zwei aktuellen Titeln, also DVD- und Blu-ray-Titeln. Und zwar ist es die Serie Legacies, die komplette Staffel 1. Und ein kleiner Bezugspunkt zu Wolf of Wall Street, weil sie mit dem Film ja damals bekannt geworden ist. Margot Robbie als in Birds of Prey in der Hauptrolle habe ich hier auch noch oben drauf gelegt. Und das verschenke ich diese Woche. Ihr klingt euch wieder ein, ihr loggt euch ein unter radiohamburg.de und ich ziehe dann aus meinem großen Weggesuchte Hut einen von euch raus. Und wünsche euch natürlich wie immer viel Glück. Ich mache das wirklich immer, ich halte mir die Augen zu und dann
ziehe ich da einen raus. Also niemand wird hier bevorzugt. Und in diesem Zusammenhang muss ich auch nochmal sagen, normalerweise ist es ja immer so, dass ihr euch das dann abholen könnt bei Radio Hamburg. Und durch Corona ging das ja die ganzen vergangenen Wochen nicht. Und deswegen liegen die meisten dieser Sachen, also eigentlich alles, hier immer noch in der weggesuchtet Lounge. Ich habe hier überall die Namen draufgeklebt und ich habe eure Adressen und ich habe eure Telefonnummern. Und wenn wir telefoniert haben, habe ich auch immer gesagt, ich melde mich dann wieder bei euch, wenn ihr es wieder abholen könnt. Ich verschicke sowas ungern. Manchmal sind ja auch signierte Sachen dabei und ich will... Die Deutsche Post ist ja zuverlässig in der Regel, aber es verschwinden auch, wie sich zeigt. Ich kriege ja auch sehr viel solche Sachen. Es verschwinden auch immer wieder Sachen. Kinotickets zum Beispiel verschwinden auch immer wieder gerne, als wir noch welche hier verschenkt haben. Und deswegen habe ich gesagt, Leute, seid noch ein bisschen geduldig. Wenn ihr gar nicht mehr abwarten könnt, schreibt mir unter weggesuchtet@hotmail.com oder auf Instagram und dann finden wir irgendwie eine andere Lösung. Hat Tine zum Beispiel vergangene Woche gemacht und da habe ich mir jetzt was Besonderes ausgedacht. Wie auch immer, das war die neueste Episode von Weggesuchtet. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Der Sommer macht ja gerade eine kleine Pause und deswegen ist das vielleicht auch ein gutes Wetter, um mal wieder so eine ganze Staffel einfach so wegzusuchten. Habe ich allerdings auch schon lange nicht mehr gemacht. So in einer Nacht immer so Folge für Folge geguckt. Ich habe mir das schon ganz gut aufgeteilt. Und jetzt bei dem schönen Wetter vorher macht man sowas ja eigentlich auch nicht. Macht man ja eher im Winter, ne? Wenn es früh dunkel wird. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid. Dann ist Bettina auch wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und alles Gute und passt auf euch auf.